Hallo zusammen, Michi ist wieder heute Abend wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu will ich wieder ein bisschen Gold ausgeben. Ich habe nämlich nochmal ein nettes Hemd aufgetan. Diesmal nicht im Auktionshaus, sondern durch einen direkten Kontakt. Ich hatte vor einer Weile mal alle möglichen Leute angeschrieben, die diese Items im Auktionshaus haben. Und ja, da ist man sich aber nicht ganz einig geworden, weil es preislich noch nicht gestimmt hat. Jetzt bin ich ja ein bisschen hochgegangen, was ich ausgebe, nochmal ein bisschen verhandelt und habe ich quasi einen gefunden, der mir ein Hemd verkaufen will. Und das werden wir uns jetzt von dem Kollegen holen. Ich hatte ausgemacht eine 500.000, also 500.000 Gold, und die werden wir dem jetzt einmal geben, denn ja, das sind leider so ein paar Items. Schauen wir mal. Ja, das ist das Richtige. Halt nicht 5, halt. So, jetzt stimmt's. 500.000, oder? Lass mal keinen Scheiß machen. Okay, 500.000. Wunderbar, da haben wir's. Und dann lernen wir's gleich mal. Und wir haben wieder einen Timok mehr. Seht ihr da mich, den primitiven Mantel, den habe ich da auch noch. So, okay, dann hätten wir das wieder weg. Dann können wir das einmal noch eintragen, das Fallenstellerhemd. Ich kann das euch auch mal kurz zeigen, was das aktuell gekostet hätte. Also aktuell ist auf Blackmore 1 für 2,7 Millionen drin. Und es gibt EU-weit tatsächlich nur noch zwei von den Hemden, ne? Also das ist jetzt eine Momentaufnahme, aber auch über die letzten Wochen, Monate habe ich tatsächlich nicht mehr gesehen. Also ja, 500.000 ist ein Haufen dafür, aber ja, wenn du noch zwei hast, jetzt wird es halt nur noch eins geben. Das eine habe ich jetzt halt gekauft für eine 500.000. Da lohnt sich schon verhandeln, um das ein bisschen günstiger zu kriegen. Genau, also das haben wir jetzt auch. Dann hätte ich gesagt, tragen wir das schon mal ein hier. Und zwar 500 und das Fallenstellerhemd. Und in meiner Übersicht können wir das einmal rauskegeln. Und dann brauchen wir noch 61. Wobei, diese Items, die ich jetzt hier eingetragen habe, ihr habt ja gerade gesehen, welche jetzt im WoW Thing noch aufgelistet waren, die sind nicht alle im Auktionshaus. Manche von den Items waren seit Jahren nicht im Auktionshaus, also das sind die theoretischen Items, die ich noch brauche, ne? Also aktuell sind jetzt hier die 8 drin, minus Fallensteller M7, aber es gibt ja noch ein paar weitere Items, die quasi aktuell vielleicht einfach nicht eingestellt sind, und dazu zählen halt auch einige von diesen Cuttercraft-Items. Gut, dann haben wir jetzt schon mal die erste Hälfte der Millionen ausgegeben und mal gucken, was wir noch Schönes weiteres finden. So, Dollar. Als nächstes bin ich jetzt hier auf Thrall unterwegs, und zwar ist ja jetzt mittlerweile der Pre-Patch live gegangen, und jetzt dachte ich mir, komm, ich kaufe mir noch ein paar von diesen grauen Items. Das sind World-Drop-Sachen, die werden wahrscheinlich ziemlich günstig auch in der War Within sein, aber wenn ich die jetzt hier für, weiß ich nicht, 1000, vielleicht ein bisschen über 1000 Gold kriege, ist okay, hätte ich gesagt. Und da kaufen wir jetzt ein bisschen was raus. Gerade ist das X-Ream-Handeln leider deaktiviert, deswegen kaufen wir uns einfach, was der Twinkie an Gold hat. Sagen wir 2, 3, 4, komm, eins kann ich noch kaufen, 5 von den Dingern. Und ich weiß gar nicht, wie viel das insgesamt sind. Das sind vielleicht so 10, 20 graue Sachen, die es da insgesamt aktuell gibt. Und die versuche ich mir jetzt mal zu holen. So, die können wir jetzt auch gleich lernen. 1, 2, 3, 4 und 5. Ist richtig nice, dass ich jetzt quasi dann nicht mehr auf ein Ding schauen muss. Auf die Armor Class und einfach alles lernen kann. Und ja, jetzt haben wir hier 7 und ein bisschen was ausgegeben. Also, ja, bis jetzt geht's noch. Jetzt tragen wir mal das ein. Items. Mal gucken, was da insgesamt zusammenkommt. Ne, ich logge jetzt mal ein paar Server durch und dann schauen wir mal, wo wir die günstig kriegen. So, als nächstes sind wir auf Blackmore. Da habe ich auch nochmal ein Teil hier für 2k. Also, es sind schon noch ein paar mehr, oder? Also, wie viel sind das jetzt? 23 Dinger. Ein Teil ist quasi hier ein episches. Und was habe ich vorher gekauft? So 5, vielleicht 6 Stück. Ja, also das werden vielleicht so 27, 28 Teile insgesamt sein, ne? Naja, jetzt kaufen wir uns das hier noch und dann gucken wir mal ein paar Server. Ist halt jetzt ein bisschen blöd, dass ich das nicht hin und her traden kann, den ganzen Stuff. Aber da machst du halt leider nichts. Das ist jetzt Kriegsbeuten. Okay, bis zum Ausrüsten. Interesting.
Ah, also ich habe jetzt das T-Mock gelernt, kann es aber theoretisch noch weiterschicken, bis ich es mit einem Char wirklich eingelegt habe. Interessant. Achso, das muss ich jetzt meine Liste noch mit aufnehmen. Wo haben wir sie? Hier. Also, dann haben wir jetzt hier 9. Sehr schön. Jetzt habe ich auf Blackhand eingeloggt und hier ist was für 24 Gold drin. Nice. So muss das. Okay, wunderbar. Also, das war jetzt auf jeden Fall ein Schnapper. Das ist knapp über Verkaufspreis vom Händler. Also, das brauche ich jetzt gar nicht eintragen. Wenn man das nächste Mal irgendwo Rundungsdifferenz hat, können wir ja nach oben runden, wenn wir das Ding jetzt hier nicht mit eingetragen haben. So, dann haben wir jetzt hier noch ein Item auf Norgonon, ein Leder-Item für knappe 500 Gold. Ich glaube, wir hatten vorher 7.400 irgendwas. Jetzt nochmal 500. Und dann noch die 24 von vorne. Also ich glaube, das können wir jetzt auf 1.000 aufrunden, die ganzen zerhackten. Dann habe ich meine Tabelle. Dann sind wir jetzt bei 10k. So. Als nächstes sind wir jetzt auf dem französischen Server unterwegs. Und zwar bin ich hier auf Garona. Und da habe ich jetzt noch ein paar von diesen grauen Items für jeweils 500 Gold gefunden. Also da hat anscheinend richtig jemand reingefarmt. Mittlerweile sind die Sachen auch auf Werewolfthing, ne? Da hatte ich das gesehen. Es gibt jetzt hier ein paar Server, wo es noch günstiger ist. Aber ich sag's euch ehrlich, wenn ich mir auf jedem Server einen Char erstellen muss und hin und her, das ist, ich glaube, da ist es günstiger, wenn ich mir das jetzt einfach für 500 kaufe. Zudem ist aktuell noch das Problem, dass man nicht traden kann, extrem. Ich habe aber herausgefunden, wenn ich in einem Dungeon bin, deswegen ist jetzt der Char hier vor Verlies, in einem Dungeon kann man traden. Also je nachdem, wann ich das Video hier bringe, ist es vielleicht für euch noch relevant, wenn Blizzard das jetzt länger nicht hinkriegt, quasi das Ganze zu fixen. So, wir kaufen uns jetzt diese ganzen Teile, halt jeweils für 500 Gold. Ich habe rüber getradet 10k. Heißt, da müssen wir halt ein bisschen rechnen, was wir dann quasi ausgegeben haben für den ganzen Spaß hier. Ich denke mal, das müsste eh hin relativ gut aufgehen. Vielleicht habe ich noch 500 oder 1000 Gold über, ne? Am Ende. Oder 1500. Also haben wir jetzt 9500 ausgegeben. So, Postkasten stellen wir uns selber ein, hätte ich gesagt. Wir sind ja bestens ausgestattet. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die direkt lernen kann. Sind ab 62, also ich habe den Main hier irgendwo noch rumstehen, zur Not traden, was? Geht das jetzt mittlerweile auch so? Ah, es geht mittlerweile auch so, ich kann es nicht anlegen. Aber das Thema kann ich mir so auch holen, interesting. Also ich muss es gar nicht traden, weil die Sachen haue ich ja eh wieder beim Händler weg, ne? Es geht ja jetzt hier nur ums T-Mock. Interessant. Es ist jetzt Kriegsmeuten gebunden. Naja. Also weil ich es quasi angelegt habe, aber ich bis es wirkt, also ich habe es quasi auf mich fixiert, ne? Aber noch nicht angelegt. Wenn ich es jetzt anlege, dann ist es, glaube ich, genau, Kriegsmeuten gebunden bis anlegen. Also ich könnte es jetzt auf jeden Char auf dem kompletten Battle.net rumschicken. Und ich kann es jetzt theoretisch sogar über einen Postkasten schicken, ne? Weil die Bank geht ja aktuell auch noch nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sogar noch ein bisschen Gold zurück. Also es waren jetzt 8,5. Jetzt runden wir es mal auf 9, hätte ich gesagt. Dann können wir das mal noch eintragen. Und dann dürfte ich auch nicht mehr so viele von diesen Teilen brauchen. Also dann haben wir hier 19k. Mal gucken, wo ich die restlichen jetzt noch finde. Als nächstes sind wir auf Magteridon und da habe ich jetzt nochmal ein günstiges gefunden für 400. Gucken wir mal. Das können wir dann auch gleich wieder lernen. Trage das jetzt gar nicht ein, weil vorher waren wir aber, glaube ich, bei 8,5, ne? Und ich habe es aufgerundet auf 9, also das passt jetzt schon damit. Dann sind wir als nächstes auf Argentorn unterwegs und hier habe ich jetzt noch zwei Teile für jeweils 1000 Gold. Da auch mal kurz. Eins, zwei. Wunderbar. Und jetzt müssten es nur noch zwei Teile sein. Und da gehen wir dann noch auf den letzten Server. Beziehungsweise, das tragen wir natürlich noch in meine Liste ein. Also es waren jetzt nochmal 2k. Dann sind wir jetzt hier bei 21. Als nächstes sind wir jetzt noch auf Archimond. Und hier sind jetzt genau noch die zwei Teile drin, die mir fehlen. Danach müsste ich nämlich alle von den grauen Items haben, ne, die man jetzt über diese Tanaris-Quest kriegen kann. Eins,
2. Und das waren jetzt nochmal quasi jeweils 1500, also 3k insgesamt. Sagen wir jetzt hier auch noch ein. Wo haben wir meine Liste? Hier. Also dann sind wir bei 24k für die ganzen grauen Items. Was ich sagen muss, geht eigentlich echt, ne? Gut. Dudela, mir ist gerade in der Nachbearbeitung aufgefallen, dass eine Videosequenz keinen Sound hat. Deswegen vertone ich das jetzt hier ein bisschen nach. Ich habe mir hier nämlich noch auf, glaube ich, einem französischen Server war es, ein Item gekauft. Und zwar, ihr habt ja gerade gesehen, für 25.000 Gold. Das ist mal wieder eins von diesen Cutter-Craft-Items. Und ja, war tatsächlich ein Schnapper. Nur mal spät in der Nacht quasi einmal zugeschlagen. Ich gucke da ja immer auf der Seite WoWThing. Und ja, hier haben wir dann das nette Item. Und zwar sind es einmal verzierte Pyrium-Schultern. Und das Schöne ist, ich kann die ja jetzt quasi hier auch auf diesem Loadchar lernen. Ne? Blizzard hat das ja mit dem Patch ein bisschen geändert. Und ja. Ah, ich sehe gerade, der Sound hat funktioniert, nur mein Mikrofon hat er irgendwie nicht gewollt. Keine Ahnung warum. Genau, das waren jetzt nochmal 25k. Das kommt dann auch noch in meine Liste rein. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir weiter zum nächsten. Jetzt hätte ich fast vergessen, es noch auszutragen. Also müssen es natürlich hier einmal rausschmeißen aus der Liste. Dann haben wir jetzt hier noch 60 fehlende. Und natürlich müssen wir es hier auch noch eintragen, die 25.000. So, als nächstes hauen wir noch ein bisschen Gold raus. Und zwar für den neuen Erbstückring. Und den müssen wir jetzt noch upgraden. Der ist jetzt auf 0 von 2. Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Ich denke mal, ich brauche die Rüstungstoken, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Und ich schätze mal die zweithöchste und die höchste. Vermute ich jetzt mal. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Nummer uno. Okay. Ja, hat geklappt. Jetzt müsste er auf Max sein. Und hier auch. Jetzt skaliert er hoch bis auf Stufe 69. Wunderbar. Was hat mich das jetzt gekostet? 10k. Ja, okay. Ist in Ordnung. Ist das auch wieder verwurstet? Jetzt tragen wir das hier kurz ein. Also das hat nochmal 10k gekostet. Gut, dann schauen wir weiter. Als nächstes bin ich jetzt auf meinem Evoker. Und da seht ihr schon, habe ich hier eine Faustwaffe. Das ist das Legendary-Item vom Evoker. Die habe ich jetzt endlich fertig gekriegt. Nach 12 Kills im HC hatte ich es jetzt bekommen. Und auch natürlich die Questreihe gemacht gehabt. Und dafür haben wir ein bisschen Gold ausgegeben. Diesmal waren es tatsächlich nicht sonderlich viel. Also bei der Axt habe ich ja, glaube ich, 100, 200k irgendwie sowas um Dreh ausgegeben. Hier beim quasi Evoker Legendary waren es jetzt nur 43.000 Gold. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, da die ganzen Mats jetzt aktuell nicht mehr sonderlich viel kosten und man dementsprechend recht günstig damit gefahren ist. Mich freut es auf jeden Fall, habe beide Legendary Items jetzt aus der Expansion weg und dementsprechend kann ich jetzt ganz entspannt auf die nächste Expansion zugehen. Gut, dann gucken wir mal, was wir noch so alles finden. Als nächstes sind wir jetzt auf Erida unterwegs und da habe ich wieder einen super Schnapper gefunden. Einmal ein removedes Item für 25.000 Gold. Und ja, ab und an finde ich da tatsächlich immer noch nette Sachen. Das holen wir uns jetzt einmal raus. Und jetzt muss ich mal gucken. Das ist sehr nice, dass ich das jetzt direkt lernen kann, nicht nochmal fünfmal hin und her schicken muss. Wunderbar. Also, jetzt haben wir das einmal gelernt. Das ist ein Cutter-Craft-Item, wie ich schon jetzt die letzte Zeit ein paar gekauft habe. Die sind meistens für eine halbe Million oder so drin. Oh, was war das jetzt gerade? Das hat jetzt ein bisschen gehangen. Jetzt gucken wir mal, ob es in meiner Liste mit drin ist. Ah ja, hier unten ist es. Das schmeißen wir einmal raus. Und ich will die Zeile komplett löschen. Zeile löschen, genau, jetzt sind es noch 59. Und dann können wir hier auch das einmal eintragen. Also das haben wir jetzt für 25.000 gekauft. Wunderbar. Dann sind wir jetzt einmal zurück auf Blackmoor. Und zwar wollte ich jetzt noch ein bisschen Gold ausgeben für die Kriegsmeutenbank, wie sie denn auf Deutsch heißt. Und ich habe mir schon zwei Fächer gekauft, wie ihr seht. Also hier das erste hat, glaube ich, 1.000 Gold gekostet. Das zweite 25k. Und jetzt dachte ich mir, ich kaufe mir mal noch zwei Fächer. Es gibt, glaube ich, insgesamt 5.
Und ursprünglich gab es da dann auch ein Achievement, das wird aber irgendwie da rausgenommen, heißt, das letzte brauche ich nicht unbedingt. Ein bisschen mehr Platz wäre ganz nice. Ich habe jetzt hier schon meine Chassis-Tage aufgeräumt, alle möglichen Sachen quasi dann zu meinen Verkaufschars rübergebastelt und jetzt habe ich so ein bisschen mein Lager mit Kriegsmeuten gebundenen Items angefangen, mit Taschen und hier Petbettelsteinen und solchen Gedönse. Und jetzt würde ich sagen, dann kaufen wir die anderen. Also wir haben jetzt hier eine für 100k und dann haben wir noch eins für 500k. Da ist auch schon, bin ich auch schon überlegen, lohnt sich das überhaupt? Aber komm, wir machen jetzt hier 4 Fächer. Das ist schon mal ganz nice. Und das letzte, 2,5 Millionen, ist, glaube ich, ein bisschen drüber. Übrigens, man kann hier in dieser Kriegsmeutenbank über 10 Millionen Gold lagern. Also wenn ich jetzt hier noch 1 Million einlager, seht ihr, wir sind bei über 10 Millionen. Und das geht, glaube ich, sogar bis 99 Millionen hoch. Also man hat da doch einiges an Platz. Das Schöne ist, wenn ihr das Gold quasi hier in der Kriegsmeute einlagert, dann können wir es mit allen Twinks rausnehmen. Und ja, das ist eigentlich eine ganz nette Sache. So, jetzt habe ich auf jeden Fall meine Bankslots. Mal gucken, ob ich sie überhaupt die Tage oder im nächsten Add-on großartig brauche. Aber ich dachte mir, 4 Slots ist okay, der 5. Wenn es mal irgendwo noch eine Achievement oder irgendwas gibt, dann hole ich mir den. Aber aktuell lasse ich da die Finger von. Würde mich mal interessieren, wie ihr das handhabt. Ob ihr sagt, ja, lohnt sich, das habe ich mir gekauft. Oder ob ihr das auch ein bisschen unnütze findet für quasi 250.000. Ist es dann doch schon ein bisschen viel, finde ich. So, jetzt tragen wir das noch alles hier in meine Liste mit ein. Und zwar sind es jetzt zusammen, ich glaube, 626.000, ne, Gold. Also einmal die 1.000, dann die 25.000, haben wir 26k. Und dann die 100k plus die 500k sind nochmal 600.000, also 626 für die Bank. Und ja, damit sind wir dann overall bei tatsächlich 1.253.000. Und ja, diesmal haben wir wieder einiges an Stuff bekommen. Und sind einmal durch mit dem kleinen Video. Hat mich an der Stelle gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.